Das Essener Münster ist die Bischofskirche des Bistums Essen, des sogenannten Ruhrbistums, am Burgplatz in der Innenstadt von Essen. Sie wird auch Essener Dom genannt. Die Kirche wurde um 1275 errichtet, im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach wieder aufgebaut. Der erste Bischof des Bistums Essen, der sogenannte Ruhrbischof, war Dr. Franz Hengsbach, der von 1910 bis 1991 lebte und von Papst Johannes Paul II. Zum Kardinal ernannt wurde. Dr. Franz Hengsbach machte das Ruhrbistum durch seine außergewöhnliche Lebensleistung bekannt. Er war nicht nur Bischof und Kardinal, sondern auch Kumpel, weil ihm die Bergleute von Anfang an ein Anliegen waren, und davon gab es ja in unserer Gegend ein paar. Im Areal rund um den Essener Dom kann man auch den Domschatz besichtigen. Es handelt sich dabei um eine der bedeutendsten Sammlungen kirchlicher Kunstwerke in Deutschland. Die Ausstellung ist sehr beeindruckend und man muss auch kein Kunsthistoriker sein, um die Kunstwerke zu bestaunen.